Wenn dein Leben eher unter dem Motto zu wenig steht, dann bist du genau richtig mit diesem Impuls von Gastprediger Robert Koop im Gottesdienst am 7. Februar 2021. Denn es ging um das Thema, wie aus zu wenig mehr als genug wird. Wir wünschen dir eine wirklich segensreiche und lebensbereichernde Zeit mit diesem Impuls. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, heute hier bei euch zu sein. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, aber ich war definitiv schon mehrmals hier. Und ich freue mich auch, einige bekannte Gesichter zu sehen, einige neue bekannte Gesichter. Das ist, glaube ich, auch immer ein gutes Zeichen für eine Gemeinde, wenn sie wächst und auch trotz Corona neue Leute dazukommen. Das ist schön. Gott sei Dank. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Und ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, das in ganz besonderer Schwere in so Geschichten wie Chisomo oder auch anderen Waisenkindern ganz besonders zum Tragen kommt, nämlich zu wenig. Aber vielleicht glaubt ihr das nicht, aber es ist wirklich so. Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl von zu wenig. Und ich glaube, da müssen wir nicht miteinander vergleichen, sondern schauen einfach, wie geht es uns mit zu wenig. Viele Leute sagen ja, ich habe zu wenig Geld, und die, die das nicht sagen, die haben meistens zu wenig Zeit. Manche Leute haben beides nicht. Vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Leistung zu wenig anerkannt wird. Das kann ja auch ein zu wenig sein, emotional, dass man sagt, wieso sieht man nicht, was ich hier eigentlich tue und wie sehr ich mich bemühe? Oder du fühlst dich vielleicht einsam. Niemand kommt vorbei, niemand ruft an. Interessiert sich da überhaupt irgendjemand für mich? Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie aus zu wenig mehr als genug wird. Und die Geschichte, die wir heute gemeinsam lesen wollen, findet ihr im Alten Testament. Willi hat es schon angekündigt. Im zweiten Buch der Könige, dürft gerne schon mal dorthin blättern oder scrollen. Und die Geschichte ist Teil der Elisa-Erzählung. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 4, 1 bis 7. Und Elisa war ein Mann Gottes. Gott sprach durch ihn zu seinem gottlosen Volk und er wirkte auch viele Wunder. Eine ganz spannende Geschichte, dürft ihr gerne auch zu Hause in Ruhe mal durchlesen über die Kapitel hinweg. Es gibt überraschend, so viel verrate ich schon mal, auch viele Parallelen zu Jesus bei Elisa. Und nun lesen wir in 2. Könige 4, 1 bis 7. Eine Frau von den Ehefrauen der Prophetenjünger flehte einst Elisa laut mit den Worten an: Mein Mann, dein Knecht ist gestorben. Und du weißt selbst, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne zu leibeigenen Knechten nehmen. Elisa antwortete ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie erwiderte: Deine Magd hat gar nichts mehr im Haus, als nur einen Krug mit etwas Öl. Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von allen deinen Nachbarn draußen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Hierauf geh heim, schließ die Tür hinter dir und deinen beiden Söhnen zu und gieße in alle jede Gefäße ein. Und wenn eins voll ist, so setze es beiseite. Sie ging dann von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Diese reichten ihr die Gefäße und sie goss sie voll. Als nun die Gefäße gefüllt waren, sagte sie zu ihrem Sohn: Reich mir noch ein Gefäß. Aber er antwortete ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Als sie nun zu dem Gottesmann kam und es ihm berichtete, sagte er: Geh hin, verkauf das Öl und bezahle deine Schuld. Von dem, was dir dann noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Diese Geschichte beginnt mit einer erschütternden Szene. Eine Frau schreit um Hilfe, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sieht. Ihr Mann ist gerade gestorben, aber damit nicht genug. Der Mann hat kein Erbe hinterlassen, sondern Schulden.
Und nun kommt der Gläubiger, dem sie das Geld schulden, und sagt, gib mir das Geld zurück, gib mir mein Geld zurück. Wenn die Frau nicht bezahlt, wird er ihr ihre beiden Söhne als Sklaven mitnehmen. Aber die Frau, sie hat nichts mehr. Sie ist in einer ausweglosen Lage. Außerdem lebt sie in einer gottlosen und rohen Gesellschaft. Die rosigen Zeiten in Israel sind schon lange vorbei. Es gibt ständig Überfälle, Plünderungen durch die Syrer. Das Land Israel ist gespalten in ein Nordreich, in ein Südreich. Und den Gott ihrer Väter, den Gott der Bibel, haben die meisten Israeliten schon längst vergessen. Sie beten irgendwelche Götzen an. Und was Gott gesagt hat über die Versorgung von Witwen, oder über Schuldknechtschaft oder Barmherzigkeit. All das interessierte nur wenige in Israel. Und die Witwe konnte sicher keine Barmherzigkeit erwarten. Aber diese Frau war anders. Ihr Mann war ein gottesfürchtiger Prophetenjünger gewesen. Er hatte auf den Gott Israels vertraut. Er liebte und befolgte Gottes Gebote. Seine Frau hat ihn unterstützt. Auch wenn das bedeutete, ein Außenseiter in einer gottlosen Gesellschaft zu sein. Auch wenn das bedeutete, jeden Tag darauf vertrauen zu müssen, dass Gott sie versorgt. Sie hatte zu ihrem Mann und zu Gott gehalten. Und nun war das Schlimmste eingetreten, das man sich vielleicht denken kann. Sie hat ihren lieben Mann verloren, den Versorger der Familie. Und nun ist sie dabei, auch ihre beiden Söhne zu verlieren. Und in dieser Situation, wie vielleicht in manchen anderen ähnlichen Notsituationen, da kann man schon mal fragen, wie kann Gott das zulassen? Sie waren doch gottesfürchtig gewesen und trotzdem hat sie all dieses Leid getroffen. Und wisst ihr, es gibt hier eine wichtige Lehre, die wir mitnehmen können und auch sollten. Diese Geschichte zeigt, auch bei Gottesfürchtigen gibt es manchmal zu wenig. Gott zu vertrauen und Gott zu gehorchen ist keine Garantie für ein leichtes und unbeschwertes Leben. Das Schöne ist, dass es nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang. Und wisst ihr, die Frau, sie macht alles richtig. Sie läuft nicht weg vor Gott, obwohl man vielleicht denken könnte, Gott ist doch eigentlich schuld an dieser ganzen Lage. Nein, sie kommt zu Elisa, dem Mann Gottes, und bittet um Hilfe. Und Elisa hört sich das auch an und stellt zwei Fragen. Die erste Frage ist, was kann ich für dich tun? Und die zweite Frage ist, was hast du im Haus? Und beide Fragen sind der Schlüssel zu der Lösung. Und die erste Frage könnte man vielleicht so umschreiben, was traust du Gott zu? Es geht also um Vertrauen auf Gott. Und die zweite Frage, was hast du im Haus, ist letztlich die Frage nach dem Einsatz. Was bist du bereit einzusetzen und zu opfern? Man könnte sagen, dass Gehorsam hier das Stichwort ist. Und beides, Vertrauen und Gehorsam, sind die Voraussetzung für die Lösung dieses Problems. Und wisst ihr, die Antwort der Witwe auf diese Fragen ist sehr kurz und am Anfang klingt es total hoffnungslos. Sie sagt, ich habe nichts. Und als ob ihr in dem Moment, wo sie das ausspricht, einfällt, dass es nicht ganz wahr ist und sie soll ja auch nicht lügen. Also ergänzt sie noch, außer ein bisschen Öl. Und auf einmal schwingt da wieder ein Funken Hoffnung mit und die Bereitschaft, im Vertrauen auf Gott alles zu geben. Und dann kommt eine sehr kurze, aber sehr klare und konkrete Anweisung von Elisa. Er sagt, geh hin, geh weg, könnte man auch sagen, und erbitte draußen von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus, schließ die Tür hinter dir zu, und hinter deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße und wenn sie gefüllt sind, stell sie beiseite. Man könnte sich fragen, was soll das?
Ist das nicht zu viel, was Elisa hier verlangt? Sie muss mit leeren Händen von Elisa weggehen, der ihre letzte Hoffnung war. Und dann soll sie in die Nachbarschaft gehen und Gefäße sammeln. Die Nachbarn wissen noch ganz genau, was da los ist bei dieser Familie. Und dann könnte man ja noch verstehen, wenn man sagt, okay, von den einen fragst du Mehl, von den anderen Öl und von den dritten dann, ich weiß es nicht, ja, vielleicht irgendwelche anderen Rosinen oder so, und dann backst du einen Kuchen draus. So ein bisschen Almosen sammeln. Aber nein, sie soll leere Gefäße sammeln. Wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was hier passiert. Diese leeren Gefäße sind sehr wichtig. Denn sie symbolisieren den Raum, den Gott füllen kann. Nicht Elisa, nicht die Nachbarn und auch nicht die Frau selbst, sondern Gott. Und schaut, allein die Größe ihres Vertrauens bestimmt, wie viele Gefäße sie sammeln wird. Elisa sagte ja nicht, wie viele. Und das heißt, wie viel Raum sie schaffen wird und wie viel Gott letztlich für sie tun kann. Und wir wissen nicht, wie viele Gefäße sie besorgt hat, aber ihr Vertrauen bestimmt den Handlungsspielraum Gottes. Und dann soll sie in ihr Haus gehen, die Tür hinter sich und ihren Söhnen schließen und das bisschen Öl, das sie noch hat, ausschütten in die großen Gefäße. Und ich stelle mir das wirklich bildlich vor. Da steht die Frau, das bisschen Öl in diesem Krug und diese großen, tönernen, vielleicht ein bisschen porösen Gefäße aus der Nachbarschaft. Was ist, wenn das schiefläuft? Dann verschwindet vielleicht das bisschen Öl, das sie noch hat, irgendwo in den Poren dieser Gefäße und dann hat sie nichts mehr. Wirklich nichts mehr. Wisst ihr? Das erfordert enormes Vertrauen. Die erste Voraussetzung für Gottes Lösung ist Vertrauen. Indem wir das Wenige Gott zur Verfügung stellen und ihm Raum geben, in unserem Leben zu handeln. Und die zweite Voraussetzung hängt eng mit Vertrauen zusammen. Eigentlich kann man die nicht voneinander trennen. Denn echtes Vertrauen zeigt sich im Gehorsam. Und das Maß an Gehorsam zeigt, wie viel wir tatsächlich glauben. Wie viel wir wirklich vertrauen. Die Witwe hier in der Geschichte, sie gehorcht aufs Wort. Sie folgt konsequent den Anweisungen von Elisa, auch wenn sie sich sicherlich jedes Mal gefragt hat, was soll das nur werden? Und da geschieht das Wunder. Das bisschen Öl füllt plötzlich Gefäß um Gefäß. Und am Anfang hat sie sich bestimmt noch gefragt, für wie viele dieser Gefäße wird dieses bisschen Öl wohl reichen? Und am Ende stellt sie fest, nicht das Öl, sondern die Gefäße sind zu wenig geworden. Gott macht hier aus zu wenig mehr als genug. Sofort läuft die Frau zu Elisa und erzählt ihm alles. Schaut, und das ist wichtig, dass wir das im Blick behalten. Ihr Mann kommt nicht von den Toten zurück. Auch wenn Gott Tote auferwecken kann. Auch wenn Elisa durch Gottes Kraft sogar Tote auferwecken wird. Die nächste Geschichte ist die Geschichte einer Totenauferweckung. Hier passiert das nicht. Aber am Ende reicht das Öl, um die Schuld zu bezahlen und mit ihren Söhnen davon zu leben. Gott schenkt uns nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Und manchmal überraschend anders, als wir das erwarten. Man könnte das zusammenfassen, Gott macht aus zu wenig in deinem Leben mehr als genug, wenn du ihm vertraust und gehorchst. Wenn wir bereit sind, das Wenige Gott zur Verfügung zu stellen, ihm Raum geben zu handeln und bereit sind, ihm auch konsequent zu folgen. Die haben mich gefragt, wie kann das, diese Wahrheit, in meinem und in deinem Leben Wirklichkeit werden? Und in einem Corona-Jahr muss man sofort zuerst an Corona denken. Nach fast einem Jahr Corona-Maßnahmen und jetzt schon wieder Wochen und Monate im Lockdown,
Da glaube ich, darf ich für uns alle sprechen, dass wir müde sind. Wir sind müde vom Abstand halten, wir sind müde vom Masken tragen, wir sind müde vom Kontakte reduzieren. Und all diese Maßnahmen mögen ja gegen die Ausbreitung des Virus helfen, aber sie gehen zutiefst gegen unsere menschliche Natur. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Das merken wir gerade jetzt auch mit diesen ganzen Maßnahmen. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Liebe, wir brauchen Gemeinschaft. Ich habe mich gefragt, kann Gott auch dieses zu wenig in unserem Leben, das wir alle gerade so schmerzhaft erleben, zu mehr als genug machen? Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen waren im vergangenen Jahr. Wir als Familie haben erlebt, ja, er kann. Wir als Familie haben dieses Jahr gemeinsam, glaube ich, viel intensiver erlebt als viele Jahre zuvor. Auch für uns war es anstrengend. Wir haben Kinder, die wir homeschoolen müssen, jetzt auch schon wieder seit 2 Monaten oder so. Und wer weiß, wann das endet. Ich musste auch häufig im Homeoffice arbeiten, es kommt mir eigentlich sehr entgegen. Es war nicht immer alles leicht, es war oft anstrengend. Ja? Und ich gebe ganz ehrlich zu, ja, wir haben uns auch manchmal, sind so ziemlich auf den Keks gegangen und haben geschimpft und waren frustriert und wollten eigentlich hatten keine Lust mehr. Und trotzdem haben wir gemerkt, dass da etwas zusammengewachsen ist in unserer Familie, das so stark vielleicht gar nicht ausgeprägt war, weil wir ja nur uns hatten, auf uns gestellt waren. Und die Erinnerungen und die Erlebnisse und die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, die kann uns keiner mehr nehmen. Auch Corona nicht. Das ist etwas, das bleibt. Die gemeinsamen Spaziergänge, die gemeinsame Zeit, auch diese Schwere gemeinsam zu erleben. Gott kann aus zu wenig mehr als genug machen. Auch in der Nachbarschaft haben wir das erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Nachbarschaft ist, aber bei uns in der Nachbarschaft haben wir gemerkt, dass dadurch, dass man halt alle zu Hause sind und im Homeoffice und im Homeschooling, ja, und man sich vielleicht nur noch beim Rausgehen auf dem Weg zum Supermarkt oder so trifft, haben wir gemerkt, da ist auf einmal eine Nachbarschaft, auch eine Gemeinschaft entstanden, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir so vorher auch nicht hatten. Gerade unter den Männern, ich sage das ganz offen, ja, die Männer bei uns in der Nachbarschaft, die sind alle immer am Arbeiten, von früh bis spät. Manche davon haben irgendwo eine Arbeitsstelle in Düsseldorf oder in Frankfurt oder sonst wo, sind alles Gutverdiener, aber die sind selten zu Hause. Also ich sehe die manchmal ein halbes Jahr nicht. Ich sehe immer nur den Parkplatz, der frei ist, weil das Auto gerade, weil die wieder auf Arbeit sind. Und auf einmal trifft man sich wieder und sieht sich regelmäßig. Und es entsteht eine Gemeinschaft, die vorher gar nicht möglich geworden ist. Ich weiß, ein Nachbar, den kannte ich gar nicht so gut, ne? Aber dann trifft man sich auf der Straße und dann fängt er gleich an zu erzählen und was ihn gerade so beschäftigt und wie sie das auch als Familie mitnimmt. Und man hat gleich ein Thema, wo man zusammen sprechen kann und sich auch gegenseitig unterstützen kann. Wir haben an Weihnachten Nachwuchs bekommen und wir konnten uns gar nicht retten vor all den Nachbarn, die alle auf unsere Kinder aufpassen wollten, wenn wir ins Krankenhaus mussten. Es war auch eine besondere Erfahrung, wo ich sagte, Mensch, hilft ja nichts, wenn 10 Nachbarn gleichzeitig auf unsere Kinder aufpassen, während sie schlafen. Aber es war einfach schön zu sehen, dass man da ist, dass man füreinander da ist. In den Quarantänen, die wir auch hier und dort mal hatten, sind dann die Nachbarn gekommen und haben uns Essen gekauft und wollten noch nicht mal das Geld dafür haben. Da ist auf einmal etwas zusammengewachsen. Oder auch in der Beziehung zu Gott. Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Wir haben ja Kinder mit Familie und so weiter, die haben ja wenigstens noch die Familie. Aber ich weiß, in unserer Gemeinde ist das auch so, dass es gibt schon einige Single-Haushalte, die dann, wenn überhaupt, nur noch zum Einkaufen rauskommen, vielleicht nochmal in die Kirche mit Abstand und Maske. Aber ansonsten ist da nichts. Ja? Arbeit, vielleicht auf der Arbeit, meistens im Homeoffice. Und wenn du dann die ganze Zeit allein bist, das macht ja etwas mit einem. Ich habe es überlegt. Und im Gespräch habe ich gemerkt, auch das in der Beziehung zu Gott sind wir nie allein. Ja, auch wenn da vielleicht kein Mensch ist, Gott ist da. Und ich habe das erlebt, dass gerade da, wo wir allein sind, uns vielleicht einsam fühlen, wenn wir uns da dann öffnen
für Gott, dass er uns ganz neu begegnet. Und ich glaube, das ist kein Zufall und wir sehen das auch in der Kirchengeschichte immer wieder, dass gerade die Zeiten allein mit Gott eine Kraftquelle sind, aus der schon manch eine geistliche Erneuerung und eine Erweckung entstanden ist. Und ich bin gespannt, was Gott tun wird. Gerade auch durch dieses Corona-Jahr und ich glaube, hier und dort können wir schon sehen, dass Gott am Werk ist. Und die Frage ist, kommen wir dann in diesen Momenten, wo wir vielleicht einsam sind und allein, kommen wir dann im Vertrauen zu Gott mit der Bereitschaft, unser zu wenig nach Gottes gutem Willen einzusetzen, auf Gottes Stimme zu hören, sei es in der Beziehung zu Gott, sei es in der Beziehung zu unserer Familie oder zu unseren Nachbarn. Es gibt, glaube ich, gerade auch heute unter diesen besonderen Umständen viele Möglichkeiten, wie wir aus zu wenig erfahren können, dass Gott daraus mehr als genug macht. Ich möchte noch ein persönliches Wort an uns Männer richten. Wir neigen ja oft dazu, immer alles unter Kontrolle zu haben, im Griff haben zu müssen. Und wisst ihr, wir sehen diese arme Witwe und wir empfinden tiefes Mitleid mit ihr. Ich weiß nicht, ich mache jetzt mal kein Handzeichen, aber ich vermute, die meisten Männer hier, vielleicht auch die Frauen, aber ich möchte jetzt mal mit den Männern hier besonders sprechen. Wer von euch hat sich schon überlegt, Mensch, was hätte ich gemacht, wenn diese arme Witwe zu mir gekommen wäre? Hätte ich sie mit leeren Händen weggeschickt? Hätte ich gesagt, ein bisschen mehr beten? Oder, keine Ahnung, in so ein Hokuspokus, wie der Elisa das macht? Wisst ihr, was wir häufig leider übersehen ist, unsere eigenen Grenzen, unsere eigenen Nöte, unsere eigenen Schwächen und vielleicht auch Sünden. Und oft zerreißen wir uns unter diesem eigenen Anspruch, den wir haben. Wir wollen es allen recht machen. Und dann kommen wir gestresst von der Arbeit und dann haben wir keine Lust, mit unseren Kindern zu spielen, die gerade noch im Homeschooling sind. Und dann tragen wir die Konflikte vom Arbeitsplatz zu Hause an unseren Ehefrauen aus. Liebe Männer, ich möchte uns ermutigen, diese Geschichte ist nicht nur für Frauen. Sie ist gerade für uns Männer wichtig. Wir dürfen und wir müssen unser Vertrauen auf Jesus setzen. Nur im Vertrauen und im Gehorsam auf Gott können wir überhaupt unsere Verantwortung in Familie, Beruf, Gemeinde und Gesellschaft nachkommen. Ich möchte dir heute ganz persönlich sagen, du bist nicht allein, mit welcher Herausforderung auch immer dir gerade zu schaffen macht, lieber Mann. Ich möchte dich herausfordern, dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und ich möchte uns auch als Männer herausfordern, nicht zu versuchen, einsamer und alleine Helden zu sein, sondern offen und ehrlich zu Gott zu kommen und sicherlich auch Hilfe zu suchen, untereinander als Brüder. Da, wo wir ans Ende kommen, damit Gott aus dem zu wenig in unserem Leben, so sehr wir uns auch bemühen, tatsächlich mehr als genug machen kann. Und glaub mir, deine größte Schwäche ist das Potenzial Gottes, um daraus deinen größten Dienst und deinen wertvollsten Beitrag für deine Familie, für die Gemeinde und für die Gesellschaft werden zu lassen. Die Frage ist, ob du Gott das zutraust und auch zulässt. Ich möchte uns da als Männer herausfordern, Gott zu vertrauen und zu gehorchen. Ich freue mich immer, wenn wir ältere Geschwister in der Gemeinde haben. Ich weiß auch aus meiner pastoralen Tätigkeit, dass das Alter seine schweren Tage hat. Krankheiten, Schmerzen, Einsamkeit. Und ich weiß, liebe Senioren, ihr wisst das alles viel besser, was das bedeutet als ich. Und ich möchte euch einfach ermutigen und sagen, Gott kann und will auch euren Dienst, den ihr vielleicht in eurer Schwachheit tut, wo ihr vielleicht fragt, sieht das überhaupt jemand? Braucht das überhaupt jemand? Bewirkt das überhaupt irgendetwas? Ich möchte euch ermutigen, denn Gott wird es vermehren und segnen. Vertraut Gott und dient ihm gehorsam mit allen Kräften, die ihr habt. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Gott gerade alte Menschen gebraucht, um sein Reich zu bauen. Denk mal nach, wie alt war Abraham, als Gott ihn berief, nach Kanaan zu gehen? Da war er 75.
Und es dauerte nochmal 25 Jahre, bis Gott tatsächlich seine Verheißung erfüllt hat. Wie alt war Mose, als Gott ihn rief, sein Volk aus Ägypten zu führen? 80 Jahre, stellt euch das mal vor. Fragt jetzt nicht nach einem Handzeichen, aber ich vermute, die wenigsten von uns sind schon 80 Jahre und darüber. Und da fing es bei Mose erst an. Oder auch Kaleb. Kaleb war 80 Jahre alt, als er endlich mutig anfing, das Land, das Gott ihm verheißen hatte, zu erobern. Oder ein letztes Beispiel, Paulus. Wir denken ja immer, Paulus, ne, der größte Missionar, war wahrscheinlich noch so ein junger Springer, ne, voller Elan, noch nicht mal verheiratet, hatte viel zu viel Energie und deswegen ist er um die Welt gezogen und konnte es nicht lassen, allen zu erzählen. Aber wenn wir uns das genauer anschauen in der Apostelgeschichte und die Zahlen so grob überschlagen, dann war Paulus kein junger Springer mehr. Also, tut mir leid, aber alle, die über 40 sind, gehören für mich nicht mehr zu den jungen Springern. Und vielleicht war er sogar schon 50. Und da kommt Gott und beruft ihn und Barnabas, der noch älter war, wir wissen es nicht genau, wie alt er war, und sagt, liebe Brüder, ihr glaubt in Antiochia, habt ihr schon alles erreicht, ich bin noch nicht fertig. Es geht erst los, schnallt euch an, auf die Missionsreise. Und die erste Missionsreise, auf die Paulus und Barnabas gehen, mit ungefähr 50. Ich möchte euch ermutigen, egal wie viel zu wenig in deinem Leben gerade zu sehen ist, Gott kann und will aus deinem zu wenig mehr als genug machen. Vertrau ihm und folge ihm nach. Ich möchte noch ein letztes zu wenig zur Sprache bringen, das uns alle betrifft. Und ich glaube, das ist das schwerste und auch das ernsteste zu wenig in deinem und in meinem Leben. Und das ist die Sünde. Und die Sünde ist ja nicht nur das Böse, das wir tun, sondern die Sünde ist das Böse, das so tief drin in uns ist, dass wir das Böse tun und dass wir es vielleicht sogar tun wollen. Wisst ihr, Sünde ist im Kern fehlendes Vertrauen auf Gott und die Ablehnung von Gottes gutem Willen für unser Leben. Also so ziemlich das Gegenteil für das Rezept, wie aus zu wenig mehr als genug werden kann. Wisst ihr, diese Sünde trennt uns von Gott. Und sie trennt uns von dem mehr als genug, das Gott dir und mir anbietet in Jesus Christus. Und wisst ihr, die gute Botschaft ist, Gott kann und will auch dieses zu wenig in deinem Leben zu mehr als genug machen. Und dafür kam er selbst in seinem Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt. Er führte ein Leben ohne Sünde, ein Leben im absoluten Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott. Und dann starb Jesus. Stellvertretend für uns, damit durch seinen Tod und sein Auferstehen wir alle Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde haben können. Ein neues Leben, ein neues ewiges Leben. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, kann das bekommen. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Das ist die wichtigste Botschaft. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Jemand hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich bin sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Aber geliebter in Jesus Christus, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Und du musst nicht erst versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Jesus erlädt dich heute ein, zu ihm zu kommen, so wie du bist. Er will dein Leben neu machen. Er will dir echtes Leben schenken. Jesus wartet nur darauf, dass du dich ihm vertrauensvoll zuwendest. Ich möchte dich einladen, triff heute die Entscheidung deines Lebens, Jesus zu vertrauen und ihm zu folgen. Denn Gott will aus zu wenig in deinem Leben mehr als genug machen. Nach der Predigt kam ein Mann zu seinem Pastor und erzählt ihm, Pastor, ich würde ja auch so gerne so vollmächtig predigen wie du. Aber ich kann nicht. Ich kann auch nicht einmal bei der Gebetsstunde eine Andacht halten. Und auch sonst weiß ich nicht, wie ich hier viele in der Gemeinde helfen kann. Wisst ihr, der Prediger, der nickte ganz verständnisvoll. Vielleicht wusste er das auch, dass dieser Mann jetzt nicht ganz die glänzende Leuchte auf der Bühne war. Und er fragte den Mann dann, was kannst du denn tun? Und der Mann überlegte und vielleicht dachte er schon an den leckeren Sonntagsbraten. Auf jeden Fall sagte er, das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann jeden Sonntag einen Teller mehr auf den Tisch stellen. Dann kann ich jemanden einladen nach dem Gottesdienst zum Essen. Und wisst ihr, so macht der Mann das. 30 Jahre lang. Sonntag für Sonntag lud er junge Menschen ein.
stellte einen Teller mehr auf den Tisch, aß mit ihnen, suchte das Gespräch und investierte viel in viele junge Menschen. Manche sind durch ihn zum Glauben gekommen, manche in die Gemeinde. Und als er dann starb, gab es einen langen Zug. Über 150 Männer waren gekommen, in deren Leben dieser Mann, der nicht predigen und auch keine Andacht halten konnte, einen besonderen Einfluss geübt hatte, weil er einen Teller mehr auf den Tisch gestellt hat. Einige von ihnen waren Pastoren geworden, andere Geschäftsmänner mit einem Herz für das Reich Gottes, manche Missionare. Das und noch viel mehr ist möglich, wenn wir Gott vertrauen und gehorchen. Gott kann und will aus zu wenig in deinem Leben mehr als genug machen, wenn du ihm vertraust und gehorchst. Wenn du Gott das Wenige zur Verfügung stellst, wenn du ihm Raum gibst zum Handeln und bereit bist, ihm konsequent nachzufolgen. Und wisst ihr, Gott fragt dich heute, was kann ich für dich tun? Und ich möchte dich herzlich bitten, bitte trau Gott mehr zu, als du selber schaffen kannst. Gott will dich gebrauchen. Die Frage ist, für wen wirst du mit Gottes Hilfe zu einem Mann oder einer Frau Gottes werden? Amen.